Und dann wurde eben auch noch auf die Berufspolitiker verwiesen. Ich bin ja jetzt selber einer. Aber ich kann ja jetzt zumindest darauf verweisen, dass wir ein Halbtagsparlament haben in Berlin. Übrigens, lieber Bill, nochmal danke für die Vorlagen in Richtung Berliner ÖPNV. Katastrophal. Bin ich bei dir. Und ganz lustig, weil du gerade auf die Grünen nochmal zu sprechen kamst, die hatten ja gerade Vorstandsklausur. Jetzt ratet mal, was die am Schluss als Ergebnis hatten. Sie wollen sich dieses Jahr verstärkt auf die Themenbereiche Transparenz und Bürgerbeteiligung konzentrieren. Jetzt ratet mal, wo die das herhaben. Also, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich werde euch gerne einen kleinen Schwenk aus unserer Eingewöhnungszeit im Berliner Parlament erzählen. Und das unter dem Motto, it's the realpolitik stupid. Die Realpolitik. Und wie es hier die Traditionen wollen, werde ich dann einfach bei dem Wort Realpolitik einen auf die Realpolitik trinken. Ja, jetzt ist es also soweit. Die Piraten sind erstmal in einem Landtagsparlament vertreten. Die Reaktionen der anderen Parteien waren einhellig. Die sollen doch erstmal in der Realpolitik ankommen. Das sagten sie allzu gerne. Aber was meinten sie damit überhaupt? Was war denn diese viel beschriebene und uns bis dahin anscheinend noch gänzlich unbekannte Realpolitik? Wie sah die eigentlich aus? Wir waren natürlich gespannt. Wir kamen ins Abgeordnetenhaus von Berlin, dem ehemaligen Preußischen Landtag, schönes Gebäude. Wir wollten unsere neuen Räume inspizieren, um dort nach allen eventuellen Indizien über diese ominöse Realpolitik zu suchen. Doch das gestaltete sich schwieriger als gedacht. Es gab da noch eine gewisse Anti-Euro-1,8%-Partei, die nun aufgrund ihres fabelhaften Wahlergebnisses der Liquidation, so heißt das nämlich technisch, wenn die Fraktion sich auflöst, der Liquidation preisgegeben war. Es gibt da wirklich so einen Raum, da steht dann dran, hier ist die Geschäftsstelle Liquidatoren. Also das klingt alles ein bisschen unheimlich, aber alles juristisch einwandfrei. So, während wir uns also auf voller Erwartung auf die Suche nach der Realpolitik machen wollten. Kann sein, dass es gar nicht reicht, mal gucken. Während wir uns also auf die Suche machen, konnte die FDP gar nicht genug davon bekommen. Sie konnten sich einfach nicht lösen. Man sollte ja denken, von Privatisierung verstehen die was. Die müssen nämlich ihr gesamtes Mobiliar irgendwie loswerden, aber irgendwie schaffen sie es nicht, das unter den Hammer zu bringen. Und bis heute, 5 Monate nach ihrer Abwahl, klammert sich ein kleines liberales Dorf noch in unserem Haus an ihren letzten Habseligkeiten fest. Ja. Nun, vielleicht würden wir im Plenarsaal etwas herausfinden über die Realpolitik. Ich behalte das mal hier oben. Wo sitzen wir? Wir haben erstmal versucht, natürlich zu fragen, ob wir nicht vorne sitzen können, also alle vorderen Sitzreihen zu belegen. Kam leider. Ja. Also, wir haben es versucht, aber es ging leider nicht, wurde uns bestätigt. Es gibt ja diese Reihenfolge wie im Bundestag. Also sagten wir, wir verorten uns mal so ein bisschen in der Mitte zwischen den Grünen und den Linken. Doch dann kam die CDU auf das Spiel und handelte getreu dem Motto, die Besitzstandswahrung ist unantastbar und verhinderte, dass unsere Fraktion Sitzplätze in der Mitte des Plenums bekommt, weil sie dafür ein bisschen weiter an den rechten Rand gerückt wären. Ja. An den rechten Rand, das wäre ja auch echt abstrus gewesen. Also das ist irgendwie auch wirklich, also das kann man sich nicht wirklich vorstellen. Also angesichts der Ausdehnung der Speicherfristen zur Videoüberwachung in Bussen und Bahnen in Berlin von 24 auf 48 Stunden, Ausweitung des Unterbindungsgewahrsams, also einfach quasi vorbeugende Inhaftnahme von 2 auf 4 Tagen, der Verhinderung des Wahlrechts für Ausländer und 16-Jährige, ja, also ich verstehe auch wirklich nicht, wie man irgendwie auf die Idee kommen könnte, dass sie in Berlin am rechten Rand sitzen. Außerdem gibt es ja diesen berühmten Ausspruch vom hier wahrscheinlich auch bekannten Franz Josef Strauß, rechts von der CSU darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben.
Na gut, also diese bayerische Weisheit scheint in Berlin noch nicht angekommen zu sein. So wurden dann die liebgewonnenen Sitzplätze verteidigt und wir wurden rechts außen platziert. Naja, das war dann erstmal eine schöne Erfahrung. Nun begann endlich unsere allererste Plenarsitzung. Die war dann allerdings etwas laut, beziehungsweise realpolitisch vielleicht auch. Geprägt von albernen Zwischenrufen, demonstrativer Lustlosigkeit und mutwilligem Stören, vermittelten die anderen Fraktionen eher den Eindruck eines unbehüteten Kindergartens als die Zusammenkunft der Legislative Berlins. Besonders laut waren die Gespräche der CDU, die ja jetzt wegen der Sitzordnung direkt neben uns saß. Und die irgendwie den Eindruck machten, dass sich ihre Mitglieder grundsätzlich nur an den zweiwöchentlichen Plenartagen sahen. Die stehen wirklich am Rand und tuscheln die ganze Zeit. Man versteht kaum, was da gesprochen wird vorne. Wir reagierten auf unsere eigene Art und Weise und schenkten dem frisch ernannten neuen Fraktionsgeschäftsführer, das ist zu Englisch Whip oder Peitsche, schenken wir dann einen Gegenstand, mit dem er seine Fraktion zur Raison bringen sollte. Ein LARD, Losers Attitude Readjustment Tool, oder zu Deutsch eine Kabelpeitsche. Ja, leider half das nicht besonders viel. Es wird wohl wahrscheinlich irgendwelche für uns nicht ganz nachvollziehbare realpolitische Gründe dafür geben. Ja, aber wir ließen uns nicht entmutigen und freuten uns auf die Haushaltsberatung. Ein Parlament, das lernt man in der Schule, hat die Befugnis des Budgetrechts. Wir arbeiten uns also ein und erwarteten umfangreiche Beratungen, die jetzt immer noch laufen, zur Ausübung dieses wichtigen Hoheitsrechts. Stattdessen bekamen wir vom Senat, von Berlin, also der Regierung, ca. 2000 Seiten, wahrscheinlich sind es noch mehr, ich habe das jetzt grob geschätzt, voller Zahlen, die allerdings ziemlich knapp erklärt sind. Also zum Teil halt irgendwie, ja, wir wollen 5 Millionen Euro ausgeben und dann sind irgendwie 3 Zeilen Erklärung, wofür das jetzt gedacht ist, für die wir auch noch maximal wenig Zeit hatten. Noch Fragen? Ja, die hatten wir. Wir arbeiteten umfangreiche Fragebögen, Fragekataloge. Allein für den Innenbereich, also Inneres und Sicherheit, erarbeiteten wir 26 Seiten. Das mochten nun wiederum die anderen Fraktionen nicht. Auf lange Beratungen hatten die irgendwie keine Lust. Die wollten nur knapp ihre Plädoyers loswerden und nicht ich beraten. Alle gemeinsam hatten für den gesamten Innenbereich 8 Seiten angefertigt. Zu unseren 26, die wir allein angefertigt hatten. Realpolitik heißt nämlich, die Regierung arbeitet den Haushalt aus, die Abgeordneten schauen da nochmal schnell drüber, dürfen ein bisschen meckern und irgendwie halt politische Statements abgeben. Naja, und eventuell werden da ein paar Kleinigkeiten geändert. Das ist dann so, wie das abläuft. Aber das war uns halt vorher nicht ganz bewusst. Schließlich waren wir noch nicht so ganz angekommen in der Realpolitik. So, gut, versucht mir mal was anderes. Vielleicht können wir was von den Grünen lernen. Immerhin waren die doch auch erst 30 Jahre da. Vielleicht konnten sie uns also aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen besser erklären, was diese ominöse Realpolitik so ist. Ich glaube, das reicht wirklich nicht. Okay, kommt. Von den Grünen lernen. Also von den Grünen lernen. Aber das gestaltete sich irgendwie schwieriger, als man so denken mag. Immer wenn wir mal jemand kennengelernt hatten von den Grünen, war der auch schon wieder zurückgetreten. So. Ja, ist wirklich ein bisschen traurig. Also, zuerst war plötzlich der Fraktionschef und kurz vorher noch selbsternannte Oppositionsführer Volker Ratzmann weg, sodass die grüne Doppelspitze nur Single ist in Berlin. Und nun wurde auch noch der Posten des parlamentarischen Geschäftsführers vakant. Der Nachrücker dafür heißt Benedikt Lux. Herzlichen Glückwunsch schon mal, Bene, zur Wahl. Der ehemalige Krawalllinke, ich bringe ein Zitat aus einer Zeitung, ist bereits standesgerecht von Neukölln in das Anarchoviertel Steglitz gezogen. Teuerste Mieten übrigens. Als die Streitigkeiten in der grünen Fraktion zwischen Linken und Realos aufkamen, platzierte er sich konsequent. Nämlich nirgends. So viel Tatkraft und Entschlossenheit zeichnet einen Oppositionschef aus. Zumindest in der Berliner Realpolitik. Aber Bene, nochmal herzlichen Glückwunsch zu einem weiteren Erfolg.
Und zwar bei der Wahl der Brigitte zum deutschen Obama erreichte er immerhin 4%. Da waren auch so Leute wie Alexander Alvaro dabei, das ist natürlich auch schwer, sich da durchzusetzen. Aber immerhin, das ist schon mal ein gutes Ergebnis, mehr als sein Kontrahent, nämlich Sven Kohlmeier von der SPD. Dieser erzielte lediglich 3%. Kohlmeier fiel uns schon direkt am Anfang auf, weil auf der allerersten Sitzung, auf der konstituierenden Sitzung, stand er vorne am Rednerpult, verkündete, er habe in unserer Fraktionssitzung mitgehört und in unserem Pad nachgelesen, was denn so passiert ist, und wedelte da mit Blättern rum, um zu verkünden, dass er es geschafft hätte, unser Pad auszudrucken. Also er hat es geschafft, das Protokoll-Pad zu finden, er hat es geschafft, es auszudrucken. Er gab allerdings selber zu, es nicht verstanden zu haben. Okay, gut, kann passieren. Interessant ist nur, jetzt ratet mal, wer netzpolitischer Sprecher der SPD in Berlin ist. Besagter Kohlmeier rühmt sich übrigens auf seiner Webseite, der Erste gewesen zu sein, der auf die Gefahren von Google Street View hingewiesen hat. Im Gegensatz sprach er sich dann aber für mehr Überwachung im öffentlichen Nahverkehr und an den Berliner Schulen aus. Okay, kann man machen, aber jetzt ratet mal, wer in der SPD der Sprecher für Datenschutz ist. Ja. Als netzpolitischer Sprecher musste Kohlmeier natürlich auch auf Twitter präsent sein. Besuchten und fanden ihn nicht und legten ihm dann freundlicherweise ein Profil an, welches er noch bis heute nutzt. Aus Dankbarkeit gab Kohlmeier uns dann im Plenum auch wertvolle Tipps. Im Bereich Transparenz empfahl er uns, unsere Nebeneinkünfte offenzulegen. Vielen Dank nochmal für den Tipp, Herr Kohlmeier. Er betonte auch, er selbst sei da bereits Vorbild, da er seine auf seiner Webseite auch offengelegt habe. Jetzt haben wir mal nachgeguckt. Jetzt ratet mal, wer auf seiner Webseite ganz transparent notiert, er habe monatliche Nebeneinkünfte in Höhe von 1.000 bis 7.000 Euro. Wir suchen nach einer Erklärung für diese unterhaltsame kognitive Dissonanz. Kosmische Strahlung fiel aus. Ist klar, das ist die wahre Realpolitik. Wir entschieden, die Realpolitik kennenlernen. Die Realpolitik kennenlernen kann man sicherlich am besten, wenn man sich mal wirklich die echten Profis anschaut. Profis, die SPD und CDU in den Senat, also in die Regierung von Berlin, schickten. Schauen wir mal bei der CDU. Die CDU ernannte als Verbraucherschutzsenator den Herrn Braun. Der Herr Braun ist auch ein ganz prima Verbraucherschützer, denn er kann die Verbraucher in Berlin vor jedem einzelnen windigen Immobilienhai in ganz Berlin warnen. Die kennt er nämlich alle persönlich, weil er schon mit ihnen Geschäfte gemacht hat. Ärgerlich allerdings, dass weder die Opposition noch die Medien diese Qualifikation wirklich zu schätzen wussten. Empört ob dieser mangelnden Anerkennung trat er bereits nach 11 Tagen zurück. Berechtigte Empörung. Spätestens jetzt merkten wir, was für einen hervorragenden Juristen wir damit verloren hatten. Denn durch seinen Rücktritt und dadurch, dass er diesen Rücktritt offiziell als Entlassung bezeichnete, verdiente er sich für seine überaus anstrengende erste Arbeitswoche ein saftiges Übergangsgeld in Höhe von 50.000 Euro. Das ist doch mal wahre Realpolitik. Wesentlich mehr als die Arbeitssenatorin. Die forderte nämlich immer nur auf ganz theoretischer Ebene mehr Qualifizierung für Arbeitslose. Aber warum denn nur fordern? Warum nur theoretisch? Man kann das auch einfach ganz praktisch umsetzen. Der Abgeordnete und Arbeitsmarktexperte Dirk Stettner machte es vor. Seine Firma soll Behinderte in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln. Allerdings nimmt Herr Stettner das mit der Bezahlung wohl nicht so genau, weshalb die Staatsanwaltschaft nun wegen des Verdachts auf Betrug, Insolvenzverschleppung und Vorenthaltung von Sozialleistungen gegen ihn ermittelt.
Ein Missverständnis. Er wollte die Leute doch gar nicht bezahlen, er wollte sie qualifizieren. Bis dies aufgeklärt ist, lässt Stettner erstmal alle seine Ämter ruhen. Genauso übrigens wie sein Kollege Rainer Michael Lehmann vom SPD-Fraktionsvorstand. Gegen den wird jetzt kreativerweise wegen der Erschleichung eines Bankkredits durch falsche Einkommensangaben ermittelt. Nun, wir gingen nochmal so richtig in uns und schauten uns an, wie viel Realpolitik dieses Kalibers wir bis dahin wirklich zu bieten hatten. Wir schauten nach und außer ein paar Twitter-Avatar-Bilder und ein paar falsch versendeter E-Mails fiel uns nicht so richtig viel ein. Und das war dann irgendwie auch der Moment, wo wir erkannten, von diesem Niveau an Realpolitik würden wir noch lange Zeit entfernt bleiben. Aber vielleicht, nur vielleicht, kann das auch ruhig noch eine Weile so bleiben. Und vielleicht wollen wir ja diese Art der Realpolitik auch gar nicht wirklich finden. Dankeschön. Ich vermute, der Applaus war jetzt wahrscheinlich für den Bierkonsum und nicht für die Rede, aber trotzdem vielen Dank.